Nun wird ja immer häufiger von Verhandlungen gesprochen, von diplomatischen Lösungen. Was ist davon zu halten? Also in meinen Augen, und ich glaube, das liegt auf der Hand, kommt es allein darauf an, ob Trump und Putin einen gemeinsamen Nenner finden wollen und finden können. Und davon wird es abhängen, wie lange dieser Krieg noch geht. Und ich habe den Eindruck, dass Putin sprechen will. Jetzt gab es eine Meldung ganz frisch, die habe ich gerade erst gelesen von einem russischen Portal, das heißt Lenta.ru. Und da heißt es, dass der Kremlsprecher gesagt hat, dass man an einer Normalisierung der Beziehungen zu den USA interessiert sei. Aber jetzt zitiere ich Dmitri Peskow, man könne eben nicht alleine Tango tanzen. Mit anderen Worten, wenn die USA nicht wollen, wird es auch keine Normalisierung geben. Wie eine Normalisierung oder eine Annäherung, wollen wir das lieber so formulieren, aussehen könnte, weiß ich nicht. Ich habe den Verdacht, dass Putin sprechen will. Zu welchen Kompromissen er bereit ist, schwer zu sagen. Vieles wird davon abhängen, wie groß der Druck der Amerikaner sein wird und wie es für die Russen an der Front weiterlaufen wird. Christoph, danke dir für all diese Informationen direkt aus Kiew.